Entschuldigung, Häschen. Okay. Wie komme ich da runter? Ich kann einfach runterspringen jetzt. Ja, komm, machen wir. Oder? Ich höre überall Schritte, Alter. Yay. Eine Freude. Da oben geht es rein. Supi. Die angrenzenden Höhlen an solchen Schluchten sind doch meistens relativ groß. Was mir jetzt echt Hoffnung macht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal da oben. Oder finden wir hier noch irgendwas Cooleres? Ich weiß noch nicht. We will see. Ist da oben noch irgendwie ein Eingang? Scheint gerade nicht so. Dann nehmen wir uns natürlich das Eisen hier mit, ganz wichtig. So, mal schauen, mal schauen, mal schauen, ob wir jetzt ob das jetzt glücklich ist, sage ich mal. Da oben müssen wir hin. Wir bauen jetzt eine Treppe nach oben. Ach, komm schon. Ach. So. Na, ist doch wunderbar. So klappt das. So kommen wir nach oben. Und hier geht es hinein. In einen Seitenarm der Schlucht. Bei bedrohlicher Musik. Und sie endet wieder hier. Mann! Ich hab die Krise hier. Ich glaub das nicht. Wie kann das sein? Es ist so mega ärgerlich. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ne? Ich will mein Geld zurück, Minecraft. Ich habe das Spiel nur wegen den Höhlen gekauft. Nein, nein. Aber es ist ja eigentlich, ne? Es wäre ja nur zu logisch. Da drüben geht es halt weiter. Wir werden uns rüber bauen. Bed Wars Style. Okay. Wir werden mal schauen. Okay, eine Fledermaus sitzt hier rum. Hallo? Wenn es hier weiter so nach oben geht, sind wir gleich wieder draußen. Bin gerade nicht sicher. Ein Skelettmann. Okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal sehr sackgassig. Ich gehe mal ganz kurz das Eisen da noch holen. Und die Kohle vielleicht noch. Ich weiß nicht, wofür wir jemals so viel Eisen brauchen werden. Aber mit Eisenwerkzeugen können wir uns dann totscheißen. Das wird super. Achso, doch. Ich dachte schon, ich kann es wieder nicht aufnehmen. Oh Mann, oh Mann. Weißt du, ich will doch einfach nur so eine kleine Höhlentour machen. Creeper. Bumm. Und es hat Boom gemacht. Oh ja. Zombie. Ja, wo Viecher spawnen, ist meistens ein gutes Anzeichen, dass es weitergeht. Huh, au! Okay. Da war noch einer. Bin mir sicher. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Hallo? Ich glaube, wir sind hier wieder draußen. Schwert kaputt. Oh, fuck. Wir müssen ein neues Schwert craften. Wir sind hier wieder draußen, ja, tatsächlich. Und da hinten ist wieder Schlucht. Oder was? Oder nicht? Das ist lächerlich, ne? Ich dachte, an der Schlucht hätten wir echt Glück oder so. Ich weiß ja auch nicht. Haben wir überhaupt noch Eisen dabei? Nee, ne? Kein fertiges. Shit. Machen wir uns halt ein Steinschwert. Ist ja nun auch erstmal egal. Und das machen wir zu.
Fackeln direkt mal. Da können wir uns den Platz sparen für die Sticks. Okay. Ich glaube... ich weiß gar nicht, was ich sagen soll so richtig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Keine Höhlen in Minecraft. Einfach nur keine Höhlen in Minecraft. Ist ja unfassbar. Hier vielleicht. Ja, ein Wasserloch. Nice. Dieses Biom, ne, das ist so das... eines der wenigen Biome, wo ich wirklich sagen würde, es erinnert mich irgendwie an die Realität. Außer vielleicht noch Wüste. Wo ich auch noch sagen würde, okay. Aber ich persönlich war noch nie in der Wüste, deswegen kann ich das schlecht beurteilen. Aber dieses Biom, es ist halt so ein typischer Nadelwald. Richtig nice, richtig gut gelungen. Finde ich gut. Finde ich super. Vor allem diese Bäume, ne? Sind schon beeindruckend. Diese Riesenfichten sind schon richtig, richtig nice. Komm schon, ein Höhleneingang bitte. Ich habe mich inzwischen, weiß ich auch nicht mehr, in welche Richtung es nach Hause geht. Das heißt, ohne Redstone kommen wir sowieso nicht mehr weit. Hier ist ein Lavatümpel. Wir könnten uns also ein Portal gießen. Gibt schlechtere Ideen, glaube ich. Wir könnten uns jetzt hier ein Portal gießen. Wir könnten uns jetzt hier eine kleine Base errichten. Und wisst ihr was? Genau das tun wir jetzt auch. Dann mache ich mal ganz kurz noch was anderes. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich. Ah, fehlt genau ein Holz. Na gut. So, wir machen uns erstmal zwei Truhen. Packen da alles Mögliche an Stuff rein, den wir jetzt so haben. Zack, zack, zack. Damit uns das nicht verloren geht in irgendeiner Weise. Fackeln kommen da hin. Eimer Wasser haben wir. Einen Eimer werden wir noch brauchen, das heißt, wir brauchen einen Ofen und das Eisenerz. Oder im besten Fall auch gleich mal zwei Öfen. Und so schneller geht's. Hauptsache, hier brennt nichts weiter an. Scheiße. Komm schon. Nicht doch alles anbrennen lassen hier. Das ist doch Mist. Fuck. Ja, das ist Mist. Also so ist Mist. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Oh nee, komm schon. Ach fuck. Wieso brenne ich? Okay. War ein bisschen merkwürdig. Das ist echt blöd, ne? Das verbreitet sich jetzt durch diesen ganzen Wald. Das kriegst du auch nicht aus. Das ist so selten bescheuert. Ach, es hat alles seine Nachteile. Es hat alles seine Nachteile. Ich sag euch, Kinders. Alles hat seine Nachteile. Und der Baum hier, der wird's. Naja, wir haben es verschissen. Wir haben es derbe verschissen. So haben wir jetzt schon zwei Öfen hier. Ups. Ein bisschen Kohle. Unten ein bisschen Kohle. Und ein bisschen Eisen. Oben dasselbe. Ja, das ist großer Mist jetzt, ne? Das ist großer, großer Bullshit. Könnten natürlich jetzt hier alles wegfarmen, aber das Feuer wird sich auf den nächsten Baum übertragen und auf den nächsten Baum und auf den nächsten Baum. Und es wird einfach alles abbrennen mit der Zeit. Das ist so maximal lächerlich. Das finde ich sehr, sehr schade. Wenn man schon mal sowas Cooles gefunden hat, dann sollte es nicht einfach wegbrennen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber das ist ja nur meine bescheidene Meinung. Wir werden uns jetzt, wie gesagt, noch ein Eimerchen machen. Werden uns dann halt immer Lava holen. Und dann ein Portal gießen. Ganz easy. Ganz chillig. Machen wir erstmal ein Loch.
Wo machen wir das Portal eigentlich hin? Vielleicht echt einfach hier so, so zwischen diese Bäume? Achso, wir brauchen erstmal nur ein Loch. So. Lava. Ha, ich kann nur hoffen, dass es sich nicht auf den nächsten Baum überträgt. Das wäre echt schade. Nein. Was tue ich denn? Jetzt wird es auch noch dunkel. Aber wir können ja schlafen gehen. Ist ja alles gut. Dann lassen wir das drüber laufen. Genau. Dann machen wir das hier weg. Haben wir das Bett noch dabei? Ja. So, einmal drin pennen und auf den nächsten Tag warten. Und dann bauen wir fröhlich ein Portälchen und dann im Nether wird sowieso ein Highlight wieder. Ja, das wird nochmal super werden. So. Gut. Haben wir das. Jetzt muss hier was hin, ne? Und hier. So. Ach, die Musik ist so schön. Ist sie nicht? Ist sie doch. So. Perfekt. Das ist... Ich habe noch nie ein Portal gegossen, fällt mir gerade auf. Tatsächlich nicht. Sehr cool. Eigentlich. Eigentlich schon... Ungewohnt, sehr, sehr ungewohnt. So, eins. Gut, das Lavaloch sieht dann nicht mehr so schön aus. Es scheint sich nicht weiter zu verbreiten. Das ist natürlich super. Gut. So, eins hoch müssen wir noch, gell? So. Genau, und dann nur noch oben die beiden Steinchen. Dann war's das. Es geht schon fast schneller, als Obsidian abzubauen, oder? Also, wenn man das Lava, die Lava in der Nähe hat, dann natürlich nur. Aber ich glaube, an sich könnte das echt schneller sein, als das Obsidian abzubauen. Das ist ja eben so eine Scheißarbeit. Oh, ja. So. Jetzt haben wir es drei hoch. Jetzt muss nur noch... Also da eins, ne? Und daneben dann noch eins. Ist jetzt nicht mehr so wild. So, hier... Okay, und dann machen wir das mal weg. Machen das dahin, genau. So, dann müsste es eigentlich passen. Dann haben wir uns ein formschönes Portal einfach gegossen. So, haben wir das auch mal gemacht im Let's Play? Ist das super. Nur noch die ganzen Cobbles weg rundherum. Und anzünden. Oh, mit dem Anzünden könnten wir nochmal Probleme kriegen, gerade weil wir, glaube ich, keine Flints mitgenommen haben. Das heißt, das wird auch nochmal spannend. Na gut, wir werden sehen. Lass mal hier alles wegmachen. Da können wir uns ja dann was Schönes drumherum bauen um das Portal. Ich denke, das wird ganz okay. Allgemein wollte ich ja hier sowieso was bauen. Ich weiß überhaupt noch nicht was. In den Kommentaren stand ja sogar was von Umzug in diese Gegend. Da bin ich nicht so der Freund von, muss ich ja zugeben. Ein formschönes Portälchen haben wir da. Meine Güte. So, wir haben hier zwar Kies, aber wir haben natürlich überhaupt keinen einzigen Flint. Dann machen wir das mal gerade einfach. Da haben wir doch schon einen. Sauber. So schnell kann es gehen. Das hier rein, das hier rein. Das brauchen wir nun. So. Ups. Die nächste Frage ist jetzt nur. Wie finden wir das Portal... Also unser anderes Portal im Nether. Das wird auch nochmal ein Highlight werden, einfach. Ich freue mich sehr drauf. Sollten wir noch irgendwas mitnehmen von hier? Lieber nicht, ne? Vielleicht noch ein bisschen... Nicht alles Holz, nur so ein bisschen. Essen haben wir. Ja, Steine. Unbedingt Steine mitnehmen. Unbedingt. Das sollte reichen. Ich habe jetzt schon Angst.